Ich bin Maren Meulenhauer, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ich bin gelernte Pferdewirtin und arbeite auch in diesem Beruf zurzeit. Hier sind wir jetzt auf meinem Arbeitsplatz, habe meine Ausbildung bei Vera Lange und in Kombination mit Franz Josef Münker gemacht, quasi am Vielseitigkeitsstall. Das ist hier jetzt ein reiner Dressurstall. Meine täglichen Arbeiten hier sind eigentlich, dass ich meine festen Berittpferde habe, die ich jeden Tag arbeite. Jetzt haben wir hier meine 5-jährige Berittpferdstute, das ist Estelle. Die habe ich jetzt seit Oktober ungefähr im Beritt und macht mir sehr viel Spaß. Die ist jeden Tag sehr motiviert. Wie ich darauf kam, dass ich mein Hobby zum Beruf machen will, das ist eine gute Frage. Also ich habe damals Abi gemacht und habe dann die ganze Zeit überlegt, was machst du jetzt, was willst du jetzt mit deinem Leben anfangen? Und weil ich eigentlich sowieso nach der Schule den ganzen Tag immer nur beim Pferd war, habe ich gedacht, gut, machst du halt einfach die Ausbildung zum Pferdewirt, und hat mir auch super gut gefallen und bin ich auch drin geblieben und habe es auch nie bereut, dass ich es gemacht habe. Und natürlich ist es ein 24-Stunden-Job, man ist immer erreichbar für die Pferde. Im Endeffekt fühle ich mich wohl, ich mache es gerne und ich mache es mit Leidenschaft und ja, war die richtige Wahl damals nach dem Abitur. Von meiner Trainerin, da hatte ich einen Pony, das war so ein kleiner Flitzepony, der lief ja auch schon Vielseitigkeit. Und dann war damals eine Kreismeisterschaft und da suchten die noch einen Mitreiter und dann hieß es, ach komm Maren, du reist doch schon Dressur und Springen, du kannst dann auch noch Gelände reiten. Und da habe ich dann Liebe fürs Geländereiten entdeckt und ja, so kam das halt, dass ich dann jetzt Vielseitigkeit reite und immer noch dabei bin, weil es einfach super Spaß macht. Es gibt für mich nichts Besseres, als das Gelände zu heizen. Ja, das Pferd, was ich eben geritten bin, ist Grisou, der ist jetzt 9 Jahre alt. Den habe ich vor knapp 3,5 Jahren zur Verfügung bekommen. Das war damals, glaube ich, Schicksal. Bin direkt nach dem ersten Mal Probereiten, habe ich den quasi wie mit nach Hause genommen sofort und habe den seitdem. Das sind ganz tolle Besitzer auch, die mir da immer viel Unterstützung bieten. Die kommen zu jedem Turnier gucken und sind immer mit dabei und feuern mich an. Und ja, mit dem habe ich halt jetzt so eigentlich alles erlernt und mittlerweile sind wir halt bis 11-Vielseitigkeit geritten und haben letztes Jahr auch eine 11-Vielseitigkeit-Platzierung geholt. Und das ist schon sehr toll, da bin ich auch echt glücklich darüber, dass ich den habe, den möchte ich auch nicht mehr missen. Das sind unsere 2 Rentnerpferde. Das ist hier mein altes Turnierpferd. Der hat leider einen Sehnenabriss gehabt, deswegen kann der keinen Turniersport mehr gehen. Der ist jetzt aber auch 18 Jahre alt. Und das ist unsere ganz alte Stute, die ist mittlerweile 32. Die hat meine Mama schon seit meine Mama 16 ist. Also die ist quasi schon seit ich geboren bin bei mir an meiner Seite. Und ja. Das war mein Papa. Die sind jeden Tag hier bei uns auf der Baumschule, auf dem Stückchen draußen. Dadurch, dass die schon älter sind, sind die auch brav. Die rennen nicht mehr so rum, machen den Boden nicht kaputt. Die benehmen sich ganz gut. Deswegen haben die das Glück, zwischen den Bäumen laufen zu dürfen. Was Turniere angeht, ich reite sehr, sehr gerne Turniere. Ich bin sehr ambitionierte Turnierreiterin und bin eigentlich letzte Saison das erste Mal so fast jedes Wochenende am Turnier gewesen. Dadurch, dass ich dann jetzt halt da, wo ich arbeite, auch Turnierpferde habe, bin ich halt, wenn ich nicht gerade auf dem Dressurturnier bin mit den Pferden von der Arbeit, bin ich auf einem Vielseitigkeitsturnier und versuche das halt immer alles so ein bisschen zu timen, dass ich halt die Vielseitigkeitsturniere mitnehmen kann. Die sind ja meistens fest. Dressurturniere gibt es ja dann doch irgendwie noch mal ein paar mehr und versuche das halt alles immer so, dass es miteinander halt passt und ein bisschen so zu timen. Und dann bin ich eigentlich schon sehr, sehr viel unterwegs. Also meine Eltern versuchen mich schon so gut es geht immer zu unterstützen. Meine Mama fährt eigentlich auch so oft sie kann immer mit. Mein Papa kommt zwischendurch auch mal hinterher, guckt sich eine oder andere Prüfung an. Aber Mama fährt eigentlich schon immer mit und viele Freunde von mir fahren auch mit. Wie gesagt, die Besitzer vom Pferd sind ja auch immer mit dabei. Also die fahren wirklich zu jedem Turnier zu gucken. Und ja, da kriege ich schon viel Unterstützung. Doch, meine Eltern helfen mir schon sehr viel. Ohne die wird es auch gar nicht gehen.